Ali, hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Traveler's Rest. Was ihr vielleicht nicht merken werdet, ist, dass diese Folge, die jetzt ihr gerade jetzt, also genau in diesem Moment, das hier, ne, das. Das ist quasi nur eine ganz kurze Aufnahme, bis ich wieder einen kurzen Break machen muss, damit ich nur noch hochladen kann. Damit ihr heute auch noch eine Folge davon habt und dann nehme ich mal entspannt wieder eine längere Session auf von Traveler's Rest. Wo wir dann wieder spannende neue Sachen machen. Misha! Misha, lass dich streicheln! Wasser ist nachgefüllt! Gönn dir! Genau, also jetzt mache ich nur eine kleine 20-Minuten-Aufnahme. Wir müssen das Ding hier nochmal schließen. Das gehört nämlich so rum. Jetzt können wir aufmachen. Ha! Das hat ja gepasst. Sehr schön, die sind schon da. Das ist Wunderbärchen. Die müsste sich demnach abends hier schon um alles gekümmert haben. Oder er ist halt einfach immer noch da. Na gut, okay. Sei dem so. Gut, der Lachs hier läuft erstmal. Wir können jetzt entspannt Geld verdienen. Und ernten. So, roter Tee war das, genau. Noch mehr Zwiebeln, die brauchen wir nämlich. Und ich hatte ja irgendwie sehr viel roten Tee mitgenommen. Aus Gründen wahrscheinlich. So, Olivis können wir auch nochmal mitnehmen. Dann das übliche Prozedere wie immer. Früh ist am Morgen erstmal schwere körperliche Arbeit, bis wir uns dann am Abend entspannen können. So war das Leben der Menschheit schon seit Jahrtausenden. Erstmal harte, anstrengende körperliche Arbeit bis zum Umfallen. Heutzutage bis zum Burnout. Früher waren die Menschen halt einfach nur körperlich erschöpft. Ja? Und heutzutage sind sie alle geistig erschöpft. Was ich aber auch nachvollziehen kann. Also ich bin so ein Mensch, der sagt, ja, geistige Erkrankungen sind ernst zu nehmen. Die muss man auch ernst nehmen. Und gerade die, die geistig erkranken, die sollten sich auch ernst nehmen. Das ist auch sehr wichtig. Aber da denkt halt auch nicht jeder dran. Aber eigentlich will ich nicht über Krankheiten reden. Ich meine, auch wenn es ein wichtiges Thema ist, man drüber reden sollte, gerade wenn man Hilfe braucht oder ähnliches, sollte man das immer tun. Sucht euch jemanden, mit dem ihr reden könnt, egal um was es geht. Aber grundprinzipiell, das Leben ist zu schön, als nur über Shit zu reden. Kann auch über schöne Dinge reden. Wie zum Beispiel Kohleabbau. Kohleabbau ist ein Thema, auf den gehe ich jetzt nicht näher ein. Das ist unnötiger Schwachsinn. Einfach Atomenergie und gut ist die Sache. Also, versteht mich nicht falsch. Aber erneuerbare Energien funktionieren nur zuverlässig, wenn man gewährleisten kann, dass der Energiebedarf halt auch flächendeckend gedeckt ist. Und das geht halt nur mit einer Energiequelle, die halt kontinuierlich auch Strom liefern kann. Das kann Solar nicht, das kann Wind nicht, das kann Geothermie nicht, das kann Gezeitenkraftwerke können das nicht. Ja. So alles zusammen kann das ungefähr so ein bisschen was erzeugen. Ja, das kommt so gut hin. Trotzdem brauchst du oder brauchen wir eine Energiequelle, die wirklich hält, lange hält. Ja, und das ist halt nun mal nur Atomenergie. Und im Gegensatz zu allen anderen Energien, die mit Brennstoffen arbeiten, ist das wirklich noch sauber. Ja, man hat die radioaktiven Abfälle, das ist völlig in Ordnung. Aber ganz ehrlich, es gibt genug Lösungen mittlerweile dafür. Ja? Ich meine, allein diese Castor-Behälter, die wir haben, die sind dicht. Die stehen jetzt, also ich habe nichts gegen Greenpeace. Ne? Ich war selber bei Greenpeace gewesen eine ganze Zeit lang. Und es ist einfach so, dass die machen viele gute Sachen, die setzen sich auch für viele gute Sachen ein, keine Frage. Aber die Geschichte mit den Castor-Behältern war das Dümmste, was wir machen konnten. Die Castor-Behälter, wir sind hier in Deutschland, ne? Die Castor-Behälter sind dicht, die sind 100% dicht. Und hat Greenpeace halt das gestoppt, dass die geendlagert werden. Was haben wir jetzt davon? Die stehen, glaube ich, irgendwo in Hamburg rum. Mitten an der Oberfläche
und warten darauf, in ein Endlager gebracht werden zu können. Wie geil ist das denn? Lass da mal irgendeinen Sturm passieren, lass da mal wirklich irgendeine Katastrophe passieren. Dann haben wir die ganzen radioaktiven Abfälle an unserer direkten Oberfläche und nicht in einem Salzbergwerk, in einem Endlagerstätte, wo es halt aufgrund des massiven, tonnenvielen Gesteins auch einfach nicht so ins Grundwasser könnte. Ne? So. Und das ist halt einfach dämlich gewesen. Ich glaube, die Finnen, waren es die Finnen oder die Schweden, ich weiß es nicht. Irgendwo in Skandinavien, da hat man halt einfach gesagt, hier Leute, wie sieht's aus? Radioaktive Abfälle wollen wir dort und dort lagern. Es ist okay. Da haben sie gesagt, ja, macht. Ein Gast hat seinen Aufenthalt beendet. Denkt daran, den Raum zu reinigen und ihn wieder zu vermieten zu können. Ah, okay. Es ist also immer ein bisschen unterschiedlich, wie lange die da sind. Alles klar. So, das ist halt das Ding. Es gibt halt auch einfach gute Organisationen, die sich ja ein bisschen unglücklich positionieren. Naja. Egal, ich will hier über niemanden richten. Jeder hat in dem Moment, was er getan hat, gedacht, er tut das Richtige. Was in dem Moment, wo er es getan hat, auch völlig richtig war. Und wie die Zukunft später daraus resultiert, ist, ja, merkt man ja, früher oder später. Ne? Aber nichtsdestotrotz tut niemanden für das, was er tut, verurteilen, weil er handelt in dem Moment aus der Überzeugung, dass er das Richtige macht. Das ist nichts Schlimmes, das ist nichts Falsches. Es ist nur wichtig, dass man halt vernünftig drüber reden kann. Das Stichwort liegt dabei halt auf vernünftig. So, wir haben 3:30. Ich hole mir jetzt erst mal Rezepte. Nachdem ich den Baum hier noch gefällt habe. Und den hier drüben auch. Dann holen wir uns erstmal Rezepte, weil wir haben relativ günstige Rezepte, wo wir uns jetzt einige von holen können. Und dann fange ich in der Folge jetzt hier wenigstens mal an, die Rezepte zusammen zu schustern. Dass wir größere Truhen haben und so einen ganzen Spaß. Und wir brauchen wirklich die großen Truhen. Ne? Da können wir drüber reden, wie wir wollen. Wir brauchen die großen Truhen. Ach Quatsch, da kann ich ja gleich hier rumgehen. Natürlich das kleine Hintergässchen. Ich finde es wirklich toll. Nach wie vor ist dieses Update von der Stadt und allem ist wirklich cool, dass du die Rezepte jetzt kaufen musst und sie dann selber machen kannst. Alles völlig in Ordnung. Mega geil. Ich mag dieses Spiel sehr. So, Geschäft. Genau, ich brauche bitte nur Rezepte und dazu brauche ich den glänzenden Kerzenhalter. Strahlenden Wandleuchter, die Öllampe nehme ich noch mit. Das kleine Bronzeauge, weil es bringt gut Komfort, wenn sie es halt nicht so sehr geändert haben. 1,62 Nehmer. So, neues Rezept. Sehr schön. Jetzt gehen wir rüber zu unserem Tischlermeister. Und gucken, was wir da jetzt noch für Rezepte kriegen. Ich meine, in der Zeit, wie wir hier rüberlaufen, da verdienen wir, glaube ich, auch noch ein bisschen Geld. Ich guck mal kurz ganz scharf auf die Moneten. Ja, wir verdienen weiter Geld, das ist sehr gut. So, Willow, Woody, hey, gib mal dein Geschäft hier rüber. Rezepte im Braufass ist teuer. Was wir brauchen, ist nicht das Reife, was wir brauchen, die große Kiste. 1,35, das haben wir gerade so. Shit. Und was kostet mich das Dings? Ja, wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Nicht nur der Mischtank, der kostet 4,32. Oha. Teurer als ich dachte. Ich dachte, wir wären erst bei 3 noch was oder so. Aber wo waren... Bis wir oben auf dem Markt sind, 20 Silber haben wir noch. Aber die Kundschaft muss halt, also. Jetzt haben wir nur noch 16, shit. Okay, ich muss erstmal zurück, muss gucken. Ob jetzt hier schon Leute weggegangen sind. Wir brauchen auf jeden Fall eine Riesenmenge Bretter.
Und wir brauchen auf jeden Fall noch viel mehr Eisen. Wir müssen nämlich noch einen Haufen Nägelchen herstellen. So, glänzende Kerzenhalter machen wir erstmal ein paar Stück. So, das verballern wir alles. So, das brauchen sie auch. Komfort 10. Da seht ihr, da geht es nämlich schon los. Das brauchen wir. Und auch hier, naja, Komfort 3 ist aber besser als nichts. Hm? So. Ich meine, für draußen reichen die kleinen Sachen. Warum habe ich hier nur... Was ist denn hier los? Was habe ich denn da für Unsinn gemacht? Warum habe ich die Steine nicht verarbeitet? Naja, egal. Gut. Genau. Müssen wir mal nach und nach schauen, was wir dann brauchen. Müssen uns so... So, die große Truhe braucht einfach nur noch 15 Nägel, ein paar Scharniere. Scharniere haben wir, glaube ich, hier drüben noch mit drin. Ich meine, wir verdienen wieder Geld, das ist gut. Scharniere haben wir hier 6 Stück noch drin. Nehmen wir alle mit rüber. So, dann klöppeln wir die hier rein. Dann brauchen wir halt Nägel. Wir brauchen auch noch ein paar Sticky-Sticksen. Sticky-Stick-Sticks. So. Nägel müssen wir dann noch herstellen. Das mal sortieren. Das mal sortieren. Ey, keine Pause hier. Hier werden noch Nägel drin, das ist erstmal in Ordnung. Wir lassen mal nur die Hälfte drin. Das passt soweit noch alles. Ich habe keinen leeren Eimer dabei. Genau. Wir müssen ein paar große Truhen herstellen auf jeden Fall. Achso, das war der kleine Tisch. Nein, wenn wir später ausbauen, können wir die Tische wieder mit hinstellen. Wir können dann auch so einen erlesenen VIP-Bereich machen. Wisst ihr Bescheid, ne? So Lord Cray-Cray-Style. So ist ja sonst alles zu weiterer Zufriedenheit. Okay, die Tische sind sauber, Besen best. Wahrscheinlich brauchen wir aber neue Rira-Rezepte. Pfeffer können wir mal noch herstellen. Das Pfeffer ist immer gut. Olivenöl. Stellen wir mal noch welches her. Und dann ist die erste Folge auch gleich soweit. Ja, es ist ausgereift. Oder? Getränk ausgereift. Lagerbier ausgereift. So. Neues rein. Ja, weil wir können wieder Bier ausschenken, Leute. Wir können wieder ausgereiftes Bier ausschenken. Voila. Ey, du hier, mach mal keinen Stress, Junge. Da machen wir wieder Limo rein. Der Besen best, wunderbar. Das Zimmermädchen bringt zu essen hoch, das ist auch sehr nice. Ja, uns gehen langsam die Speisen aus. Ich muss mehr in der Küche machen, beziehungsweise brauchen wir irgendwann hier auch mal eine neue Platte. Können wir mal Zwiebelringe machen. Wir machen noch mal ein bisschen Anis. Habe ich noch irgendwas, was ich hier reintun kann? Nee, doch. Ansonsten ist halt... Ist es einfach zu klein. Es ist halt einfach zu klein. So, Essen kocht. Können wir eigentlich... Ne, können wir auch gerade nicht. Na gut.
Wie hatte ich das gerade gesehen? Wir haben hier einen Expertenpunkt. 4% Chance, ein Getränk zu zerfuhren, ohne dass es verbraucht wird. 8% Chance. Mach mal. Da kostet er halt jetzt schon 11 die Stunde. Das ist teuer. So, die Kellnerin. Die braucht 3 Punkte. Unsere Türsteherin braucht mittlerweile auch schon 3 Punkte. Die kostet 4,20 die Stunde. Die Kellnerin kostet wie viel? 7, okay. Und das ist die Haushälterin Camilla Young. Okay, die hat schon Preise für Gästezimmer. Preise wird vor 16 Uhr. Das ist gut. Das ist in Ordnung. Okay, ja gut, dann kann das erstmal so getrost weiterlaufen. Wir haben wieder ein Gold und 4. Das ist wunderbar. So, dann machen wir jetzt mal noch ein paar Nägel. Brauchen wir dringend. So, dann machen wir das nochmal so und so. Feuerholz brauchen wir auch wieder. Während das weiter verwurstet, gehen wir nochmal in die Stadt einkaufen. Na, ihr beiden. Ja, wir kommen für Saatgut, das ist richtig. Da ist jemand nicht gut drauf. Mangosetzling. Oh, da haben wir gerade nicht genug. Schade. Auberginen. Schade, dass mir eigentlich hier nicht gleich angezeigt wird, was trendet. Dass hier noch ein Stern davor ist, das wäre echt praktisch. Ich hätte gerne nicht Weizen. Ich hätte gerne... Gerste. Chance zusätzliche Ernte im Sommer. Nimm 6-mal Gerste mit. Wir nehmen noch mit Spinat. Wir nehmen mal Soja mit. 9-mal. Zwiebeln können wir auch immer gebrauchen. Da machen wir einen 6er-Stack voll. Weiße Trauben. Nehmen wir auch mal 3 mit. Und Melonen. Ah, Kartoffeln brauchen wir, glaube ich, auch. Ah. Nee, für Kartoffeln reicht's nicht mehr. Dann nehmen wir erstmal nur das mit. So, dann pflanzen wir das noch, bewässern das alles. So. 6-mal die Gerste hier rein. 9-mal Soja. Das können wir perfekt hier organisieren. Dann haben wir 3-mal Spinat. Das setzen wir hier vorne ran. Zack. Dann haben wir 6-mal Zwiebeln. Und wir haben noch 3-mal die Weinreben. Das geht ja perfekt auf, als hätte ich das abgezählt. Das ist ja der Wahnsinn. Jawohl, nee, wir haben hier hinten noch ein Feld frei. Wir hätten noch 3 Sachen. Das sind die Kartoffeln, die fehlen. Leute, ich sag's euch, das sind die Kartoffeln, die gefehlt haben. So, jetzt gießen wir nochmal alles durch. Denn sicher ist sicher. Zack, zack, zack. Zack, zack. 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 Na, ihr könnt nicht zusammen Pause machen. Ja, sehr schön. Gut, dass er reingeht.
Ihr habt nämlich gerade gesehen, dass ich hier bin, ne? Mhm. Raucherpause könnt ihr vergessen. Auch wenn es ein Lohstäbchen ist, gibt's bei mir nicht. So, Feuerherz ist essentiell. Ist 18:40 Uhr, das passt. Hier war auch alles fertig. Nochmal Öllampen, nochmal Bronzeauge, nochmal Nägel. Jetzt mal ein paar Nägel einstecken. Reicht das schon? Ja, es reicht wenigstens für eine große Truhe. Die müssen wir dann unbedingt in die Küche stellen. Dann machen wir zwei große Truhen. Also wahrscheinlich werden die irgendwann auch nicht mehr reichen, aber wir machen einfach zwei große Truhen in die Küche und schmeißen da dann alles rein, was in die Küche gehört, weil es ist ja vollkommen egal, was in den Truhen drin ist. Das ist eine Wirtschaft, die habe ich bei sonst keinem Spiel. Also sonst habe ich Lager ohne Ende und sortiere mir alles durch und mache alles schön und hübsch und neu und frisch. Ne, alles schön feinsäuberlich sortiert, entweder nach alles, was Holz ist, je nachdem wie viel Holz es gibt. Alles, was Natur ist, Stein, Holz etc. pp., wie auch immer. Oder nur Steinen oder nur Gestein. Bei Minecraft kann man sich ja dumm und dämlich sortieren. Und bei manchen anderen Spielen ist es dann halt einfach wieder nach Schmiedematerialien, nach Baumaterialien. Und dann wird da halt einfach, je nachdem wie auch das System aufgebaut ist, ne? wenn die Schmiedewerkbänke und hier einfach auf alles zugreifen können, was in der Kiste drin ist, sortiere ich die auch nicht mehr. Da bin ich ganz ehrlich. Weil warum soll ich denn mir die Mühe machen, das zu sortieren, wenn aus der Kiste eh rausgezogen wird, was die Schmiede braucht? Und das ist ein Quality of Life Ding, den ich sehr, sehr zu schätzen weiß, den ich auch sehr, sehr liebe. Ich finde, also das ist wirklich best. Es ergibt ja auch Sinn, weil ich weiß ja, was ich herstellen will und ich weiß, wo es ist. Ne, es liegt halt in der Truhe, also warum soll ich da dann mir hier noch groß irgendwie anderen Stress machen? Und muss das extra in mein Inventar reinziehen, um das dann bauen zu können. Das ist halt einfach Quatsch. Es ist halt einfach Quatsch, Leute. So. Sehr schön, dass die Haushälterin halt auch den Kamin mit anmacht. Das ist super. Das ist richtig, richtig gut. Aber da ist auch noch genug Feuerholz drin. Ist wunderbar. Kann nie genug von irgendwas haben. Ah, hier. Dann nehmen wir den. Nehmen das Paniermehl und nehmen Kokosöl dazu. Das ist dann 3,35. Das ist 2,8. Nehmen wir das Kokosöl. Das ist zwar weg, aber dafür kriegt man ein super Gericht. So. Ach, das läuft. Das läuft und läuft. So, der Schmied hat gerade nichts mehr zu tun. Hier sind die Steine auch fertig. So, ich könnte die Nägel da rausnehmen, aber die, wie gesagt, die Truhe ist wichtiger. Ich sollte, glaube ich, auch wieder genug Feuerholz haben mittlerweile. Können wir gleich nochmal nachschmeißen. So. 21, jawohl. Welchen Wochentag haben wir gerade? Dienstag, ja, sehr schön. Da können wir dann wieder einkaufen gehen am nächsten Morgen. Das heißt, die Folge ist auch erstmal gleich vorbei. Na, dann schneide ich die kurz, lade die hoch für euch, mache die fertig und dann nehme ich weiter auf. So, aber den Tag hier machen wir noch fertig. Da habt ihr mal einen kompletten Tag an ein Stück und nicht so gesplitteten Quatsch. So, dann machen wir hier nochmal Kartoffeln mit Öl. 84 haben wir gerade mal wieder verdient. Naja.
So, auch mal kurz mit abgewischt. Können wir auch mal selber machen. Immer mit der Spitzhacke bewaffnet. Na, sehr schön. Ja, schön mit der Keule dahinter stehen und drohen. Hier wird sich benommen, Leute. Hier wird sich benommen. Sonst ist euer Leben verronnen. Das sage ich euch, wie es ist. Langsam kommen auch ein bisschen sauberere Menschen in meine Taverne. Die nicht ganz so dreckig angezogen sind. So, eigentlich könnte ich auch die Setzlinge gleich wieder ausbringen. Zumindest da, wo sie halt hinpassen. So. Ta-ta-ta-ta-ta. So. Da und da noch hin. Und dann setzen wir hier oben einfach mal noch welche hin. Einfach so just for fun. Zack, zack, zack. Die werden dann eh wieder direkt gefällt. Direktfällung ahoi. Na, ihr wisst ja, wie es ist. Jeder von euch liebt Direktfällung. Was? Was labert der da schon wieder? Nur mischt labert der, nur mischt. Nur Flüsen im Kopf. So, kann ich noch eine? Ja, komm, dann stellen wir noch direkt noch eine her. Dann stellen wir direkt noch eine her. Dann können wir nämlich in unser Schlafzimmer auch nochmal eine Dings reinstellen und können dann halt einfach so Sachen, die wir halt gerade nicht brauchen, wie kleine Tische und sowas, dann oben lagern. Bei uns in der Taverne drinnen, innen drinnen. Wir brauchen halt so viel Holz, ne? So, 1,36 haben wir schon wieder, das ist gut. 85. Die Leute wollen halt auch einfach Essensvielfalt haben, kann ich verstehen. Die wollen geröstete Süßkartoffel. Oh. Machen wir einfach mal noch ein bisschen Backfisch. Hier sind wir auch gerade erschöpft. Ich müsste halt auch einfach mal wieder Brot herstellen. Wir brauchen halt einfach noch eine Kochstelle. Das ist einfach so. Misha! Mumau! Kleine Misha. Guckt sie euch an, Leute. Guckt sie euch an. Wie sie essen und trinken. Mit ihren gierigen Mäulern. Wisst ihr Bescheid? Alles schlingen sie in sich hinein, verzehren es, wie die Gier, die sie sind. Nein, ich wollte eigentlich hier eine Kerze aufstellen. So. Gucke ich mal nochmal nach Nägeln. Ist auch wieder fertig, sehr gut. Dann mache ich mal noch so ein Teil. Das werden wir früher oder später werden wir es eh brauchen. Mal noch ein paar Kerzenstände und da geht schon wieder die Schmiedeklut zu Neige. So. Die Hälfte haben wir schon fertig, also eine. Eine Truhe ist schon mal ready. Ich hätte gerne noch, dass die andere auch noch fertig wird. Bis morgen. Dass ich dann die Aufnahme damit starten kann, erstmal wieder alles umzuräumen. Und bis dahin können wir ja auch noch Geld verdienen. Ich meine, hey, was soll's, ne? Das ist auch fast fertig. Oder es ist nur das Produkt fertig, die ist dann doch im Gänse fertig, oder? Nee, okay. Immer nur mit dem einen. Jetzt sind die in Gänse fertig. Die haben die Gänse fertig. Das
Sehr schön, ich kann auf jeden Fall ein bisschen was produzieren, wenn ich wollen würde. Sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut, Leute. Sehr, sehr gut. Ja, das behalte ich erstmal so, wie es ist. So, jetzt schließe ich auch mal die Buchte. Oh, hier ist auch schon wieder leer. Da machen wir gleich neue Befüllung. Die Küche ist auch ready. Ja, machen wir ein bisschen Brot. So, dann gehen wir mal aus. Sie wischt hier noch einmal. Wunderbar. Und ab ins Bett.